Hey Leute! Eigentlich wollte ich mich schon lange bei euch melden, aber irgendwie habe ich es einfach nie geschafft. Ich kann euch auch gar nicht sagen, wann ich mich das letzte Mal bei euch gemeldet habe, aber das ist auch egal. Heute ist Freitag und ich war letztes Wochenende mit Angie zusammen in Lübeck, weil wir Maria besucht haben. Und ich wollte mich eigentlich irgendwie kurz danach melden oder so, aber irgendwie habe ich das nicht geschafft, weil ich dann direkt in Arbeit wieder eingebunden war. Und dann wollte ich mich gestern melden, wo ich schon frei hatte. Aber ja, gestern war ich auch so richtig schön gemacht. Also heute bin ich auch geschminkt, aber nicht doll, ne? Gestern war ich so richtig fertig gemacht und habe mich mal wieder richtig geil gefühlt, weil ich so schön geschminkt war. Naja, schade. Habe ich dann gestern doch irgendwie verplant, mich zu melden. Wie auch immer. Auf jeden Fall hatte ich ja letzte Woche Donnerstag nämlich auch frei. Da habe ich dann ganz entspannt gemacht irgendwie. Ich hatte eigentlich so viel geplant. Ich wollte ein Video drehen und bla und keine Ahnung. Und habe im Endeffekt super entspannt gemacht und habe fast nichts gemacht, außer mein Video geschnitten für Sonntag. Und damit da alles online kam, weil ich ja dann Sonntag nicht mehr zu Hause war. Denn ich bin Freitag, habe ich mich mit Angie am Zopf getroffen und dann sind wir mit dem Flixbus zusammen zu Maria gefahren. Maria hat uns dann dort abgeholt, wo wir angekommen sind in Lübeck. Und dann sind wir zu ihr nach Hause und haben zum ersten Mal die Wohnung von ihr und ihrem Freund gesehen. Weil wenn wir in Lübeck waren, waren wir ja immer noch in ihrer alten Wohnung. Und wo sie alleine drin gewohnt hat. Und deswegen, ja, haben wir jetzt auch endlich mal die Wohnung gesehen. Die haben so eine schöne Wohnung, muss ich sagen, tatsächlich. Richtig toll. So schön hell und offen. Und ich liebe so eine Wohnungen. Das Wochenende war super schön. Wir haben Freitag nichts mehr gemacht. Also wir saßen wirklich nur noch auf der Couch, haben Essen bestellt und haben viel gequatscht. Und Samstag sind wir dann nach dem Frühstück los, was einkaufen gegangen. Dann waren wir wieder zu Hause, haben wieder ein bisschen gequatscht und haben uns dann entschieden, rauszugehen. Eigentlich wollten wir nämlich Samstag nach Hamburg fahren, aber es sollte eigentlich regnen. Und dann haben wir gesagt, naja gut, dann bleiben wir jetzt erstmal in Lübeck. Und falls es regnet, kommen wir dann halt schneller nach Hause. Aber es hat halt gar nicht geregnet, ne? Aber wie auch immer, es war trotzdem auch schön. Wir haben so ein bisschen Geocaching gemacht. Und dann hatte Angie auch so eine App, wo man irgendwie Orte finden kann oder zu Orten geleitet wird in den jeweiligen Städten, wo man gerade ist, wo halt so, ja, übernatürlicher Kram passiert oder, keine Ahnung, so spooky Sachen eben. Das war wohl mal eine App, die war in Amerika übel gehypt und dann kam der Hype zu uns rüber, weil total krass irgendwie Jugendliche tatsächlich mit der App einen Koffer gefunden haben, glaube ich, wo eine Leiche drin war oder so. I don't know. Und auf jeden Fall mega cool. Also wir haben es halt tagsüber gemacht, super ungruselig und wir haben auch nichts Gruseliges gefunden. Aber das Geocaching war tatsächlich ganz geil. Und ja, dann, nachdem wir dann irgendwie den ganzen Tag draußen unterwegs waren, zwischendurch haben wir noch einen Kuchen gegessen und ja, sind dann eigentlich auch wieder nach Hause, haben dann wieder ein bisschen gequatscht, haben dann Abendbrot gegessen und waren dann abends noch im Kino und haben Suicide Squad geguckt. Also quasi den zweiten Teil, der heißt ja noch nicht Suicide Squad 2, weil es ja quasi eine Neuauflage ist. Und er war tatsächlich ganz gut. Ich muss sagen, ich glaube, ich finde trotzdem den ersten Teil ein bisschen besser. Für mich immer noch fraglich, wie der so schlechte Kritiken bekommen konnte. Ist auch egal. Der zweite war auch gut. Er war nicht schlecht, er war schon gut. Aber wie gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, dann der erste Teil. Der zweite war auch super abgespaced. Aber ich kann mir vorstellen, dass der zweite wirklich mehr nach den Comics war. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe die Comics ja nie gelesen. Also ich bin ja eigentlich auch nicht so DC und Marvel. Aber tatsächlich Suicide Squad fand ich irgendwie schon immer ganz gut. Es gibt wenig Sachen, die ich mag. Und meistens mag ich sie nur, wenn sie... Also die meisten Sachen, die ich mag, sind dann zufällig von DC. Warum auch immer. Ist nicht, dass ich da irgendwie einen Wert drauf lege. Aber ich mag tatsächlich den Charakter Harley Quinn einfach. Ich liebe die. Ich finde die so klasse. Habe ich aber schon öfter drüber geredet. Also wir waren halt übel spät noch im Kino, war richtig geil. Ja, und Sonntag war dann auch nur noch ganz entspannt. Auch wieder gefrühstückt und dann viel gequatscht. Und ja, dann hat uns Maria irgendwann auch schon zum Bahnhof gebracht. Und wir sind dann nach Hause gefahren.
Es war so ein geiles Wochenende. Ich bin dann nämlich mit zu Angie gefahren, habe dann bei Angie geschlafen, weil ich am nächsten Tag, an dem Montag, Frühschicht hatte, was irgendwie ein bisschen schwierig war, weil wir kamen ja erst 22 Uhr am Zopp an und waren dann so gegen 23 Uhr bei Angie, haben noch die Katzen gefüttert und dann ist Angie noch ihr Trinken umgekippt. Dann haben wir dann erstmal noch eine Aufwischaktion gemacht, um das Wasser aufzuwischen und es war einfach ein bisschen funny auch. Ja, und dann haben wir geschlafen. Ich bin dann halt kurz vor 5 aufgestanden, weil mein Chef mir auf Freitag geschrieben hatte, dass ich am besten schon 6:30 Uhr anfange statt 7:30 Uhr. Hey, ja, der Montag war dann für mich sehr ätzend, aber es war okay tatsächlich. Also hätte deutlich schlimmer sein können. Ich bin relativ gut aus dem Bett gekommen. Ich bin dann auch nach Arbeit wieder zu Angie, habe meine Sachen dann geholt. Ich hatte meine Sachen nämlich extra da gelassen, dass ich die nicht mit zur Arbeit schleppen muss. Hab bei ihr dann noch einen Energy Drink bekommen, den ich dann getrunken habe. Und dann bin ich auch schon wieder nach Hause gefahren und ja, habe dann hier zu Hause nur noch gechillt. Und dann hat er mich ja auch am Montag schon mein Chef gefragt, ob ich Dienstag bis 18 Uhr arbeiten kann. Da meinte ich, ja klar, kein Problem. Eigentlich hätte ich bis 16 Uhr gearbeitet. Also habe ich dann Dienstag von 7:30 Uhr bis 18 Uhr gearbeitet. Das war echt ein langer Tag. Ich bin auch Dienstag so schlecht aus dem Bett gekommen, aber ich komme dienstags immer schlechter aus dem Bett als montags, warum auch immer. Ja, und deswegen war das dann eh so. Ja, das war auch so ein übel langer Tag. Ich war dann froh, als er rum war. Und Mittwoch, ach, wie habe ich denn da gearbeitet? Ich glaube von 14:30 Uhr bis 21:15 Uhr. Ja, genau. War das von 14:30 Uhr? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, doch, war von 14:30 Uhr. Also eigentlich stand im Plan bis 21 Uhr, aber ich habe mir schon gedacht, dass ich bis 21:15 Uhr mache. Und das war auch in Ordnung. Also war richtig gut eigentlich. Ich war trotzdem auch froh, als ich den Tag geschafft habe, weil der super wuselig war. Und oh, die Leute waren auch so gefühlt so unter Strom und so viele, ach keine Ahnung, alle wollten immer gleichzeitig was von einem und so. Das war irgendwie ein bisschen stressy und man hatte ja auch so viel Ware. Naja, ich war froh, als ich den gestern frei hatte. So konnte ich endlich mein Video aus München drehen, was ich ja eigentlich schon in der Woche davor machen wollte und wahrscheinlich auch in der Woche davor und keine Ahnung. Konnte auch meinen Vlog für diesen Sonntag schneiden, weil heute fahren wir ja wieder nach Usedom. Und ja, dann kommt halt, und wir kommen erst Sonntag wieder und das würde ich ja nicht schaffen mit dem Video, deswegen kommt dann Sonntag pünktlich das Video online. Das habe ich geschafft. Jetzt hatte ich nur überlegt, wie schaffe ich das dann nächste Woche, meinen Vlog zu schneiden, wenn ich Montag arbeiten bin von 16 bis 21 Uhr oder 21:15 Uhr, Dienstag frei und Mittwoch auch wieder 16 bis 21 Uhr oder 21:15 Uhr. Aber mein Chef hat gesagt, die beiden Schichten fallen bei mir nächste Woche aus. Das heißt, ich habe genug Zeit und arbeite dann nur nächste Woche Donnerstag und Samstag, weil das sind die beiden Schichten, die nicht ausgefallen sind. Und mega gut eigentlich, weil dann habe ich tatsächlich genug Zeit, um das Video zu schneiden. Und da bin ich ganz happy drüber. Ich bin schon froh, dass ich es gestern fertig gedreht habe. Und jetzt muss ich das nur noch schneiden. Das mache ich dann, wie gesagt, ab Montag. Und das ist mega cool. Freue ich mich, dass ich dann doch die Zeit dafür habe. Ja, und das war es eigentlich auch soweit. Das ist eigentlich nur, ich wollte mich, wie gesagt, nur bei euch melden. Und euch erzählen, wie mein Wochenende in Lübeck war mit Maria und Angie. Und es war sehr, sehr schön. Und ich habe es sehr genossen. Ich liebe es immer. Und jetzt freue ich mich auf dieses Wochenende. Wir fahren nämlich jetzt demnächst los. Koffer sind schon gepackt. Guti. Das war's dann. Peace. So listen close, hear my thoughts in every. I will never be the same without you, without you. Tried to beat you, but you're so hot that I'm mad. But this is what you should say. Why don't you tell him that I'm leaving, never looking back again? You found some guy. Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she. Tell me what is going on.